1951 ist die politische Struktur des Saargebiets noch ein Provisorium. Eine wichtige Rolle spielt der Hohe Kommissar Gilbert Grandval, dessen Haut-Commissariat 51 in die Mission Diplomatique Française en Sarre umgewandelt wird und der Jean-Henri Pingosson mit dem Bau einer Botschaft beauftragt. Die Botschaft symbolisierte ein Zeichen des Friedens zwischen den Völkern und repräsentierte die Grande Nation und deren Kultur. Durch die Grundkonzeption und die Dimensionen der Gebäudegruppe spiegelt sie den Macht- und Repräsentationsanspruch Frankreichs an der Saar wider. Sie verkörpert bis heute eine wichtige Etappe der Nachkriegsgeschichte des Landes. Der Gebäudekomplex hat im Laufe seines Bestehens eine Reihe von Veränderungen erfahren. Seinen wesentlichen Bauteilen ist er jedoch fast vollständig erhalten. Die Aufnahme des Gebäudes in die Denkmalliste 1985 erfolgte wegen seiner historischen Bedeutung und der kunsthistorischen, künstlerischen und städtebaulichen Werte.